lustiger, wenn der Drachenlord schmatzt oder wenn er schnauft? Also ich habe mal einen Remix gesehen, wo jemand das zusammengeschnitten hat. Das war ganz cool. Aber eigentlich das Schmatzen. Was hältst du davon? Der Drache ist im Herzen eigentlich eine super Person, aber er will einfach nicht lernen. Ich finde ihn mega stur und deswegen haten wir den alle. Ich finde ihn ziemlich dämlich. Ach Quatsch, wenn der sich ein bisschen benehmen würde und auch seine Fans etwas besser behandelt, dann denke ich, geht da schon was. Ach, der also auch so ein FIFA Darkus Level wird er schon kommen. Wenn er mit den Hatern zusammenarbeiten würde und das gescriptet laufen würde, dann würde das voll viele Klicks bringen. Millionen. Als ob das Geskripte was bei ihm was bringt. Das findest du besonders schlecht, Noxy. Ja. Wenn er sich selber ein bisschen auf die Schippe nehmen würde, der Lord. Na, das kann er nicht. Oder glaub was ich sagst du zu seinem tollen Bart? Na, den hat er sich jetzt abgeschnitten. Zumindest laut dem heutigen Video. Er hat bloß nur den Schnauzer dran. Sein Hitlerbart oder was? Das kommt als nächstes. In Aids Lord. Meine Nebenfrage, kann man hier eigentlich intern die Lautstärke einstellen? Kannst du die Gesamtlautstärke ändern, wenn du oben in deiner Leiste rechtsklick und dann Werkzeuge anpassen. Und da gibt es ein Werkzeug, da hast du dann rechts einen Lautstärkeregler. Ah, okay. Musst aber schauen, wie der heißt. Kann man auch normal machen, ich glaube, das ist nicht der Drachenlord. Ah, da hat jemand bei Spermelord das Bild. Nicht schlecht. Durchzählen! Eins. Erster ist immer der Drache. Mass. Der erste ist immer der Drache. Okay, dann zwei. Ja, die Eins hat noch nicht angefangen. Was soll ich das wissen, dass der Eins ist? Es gibt der Drache, die Eins ist. Du kannst doch nicht in den Spiel kommen und dann die Regeln nicht lesen. Aber der war hier. Absichtliche Provokation. Das fand ich auch nicht okay, weil der ist hergekommen und hat hier Leute spionieren lassen. Und dann wurde aufgenommen und so. Und das ist halt schon wieder, das sind Sachen, die kann man eigentlich nicht bringen. Naja, sein Pech. Naja, nicht sein Pech, das sind halt einfach, das ist gegen die Regeln. Zweiter Strich. Sind wir jetzt in der Schule oder was? Nee, wir sind hier auf dem Drachenlord her. Ja, wir sind im Kindergarten. Gut gemacht, aber ich bin auf dem echten Drachenlord auch. Und das ist ja definitiv nicht. You don't say. Was, ich bin ja nicht auf dem Drachenlord TS? Ja, wo ich hier gelandet. Ja, als ob das der echte ist hier. Hey, also, komm, gut gemacht, zugegeben, aber. Das ist doch der echte. Ist es nicht. Beim Ansatz. Ja, und wo ist denn bitte der Unterschied? Boah, jetzt kann ich das ja loswerden. Ey, eine Sache. Vier Drachen und der Metal muss wiederkommen. Mach das mal wieder. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie ich das anstellen soll, aber. Na, wenn du drüben im TS bist, kannst du es nicht machen. Mit dem Drachenbaden und so, das war so warte geil. Warte mal. Drachenbaden kann ich mal. Ich kann es dem Drachenlord mal sagen, aber. Ja, genau, sag dem Drachenlord das mal. Bezweifle, dass er es macht. Irgendwas will er ja machen, von wegen irgendwie ein neues Format mit zwei oder drei Leuten anstatt die vier oder fünf. Ja, sag's ihm doch einfach. Das waren noch so 20 Jahre auf alle Fälle. Schleich dich halt irgendwie drüben ein, das geht doch bestimmt. Ich hab's ja auch geschafft. Soll man sich den drüben einschleichen, wenn da ein Passwort drauf ist? Ah, das kriegt man schon hin. Gelegentlich macht er mal auf. Oder seine Admins machen auf. Wann macht er das? Da ist er neulich mal voll abgegangen. Weil die Admins einfach aufgemacht haben, obwohl sie es nicht durften. War cool, hat Fatlord sich für aufgeregt. Du musst ihn jetzt nicht Fatlord nennen. Das ist jetzt nicht hier, was kann. Weit. Nee, es ist okay, so eine Person so zu haten, weil er sich halt einfach teilweise echt asozial Leuten gegenüber benimmt, aber das Fatlord ist nicht okay. Lügenlord. Okay, okay, wo bezeichnest du das denn Ganze asozial? Und wo naja, kann ich dann halt einfach Leute, nennen, die ihm helfen wollen, ankündigt. Einfach ankackt. Und sich halt sonst einfach benimmt wie der letzte Assi. Das geht einfach nicht. Naja. User gut. Also soll ich quasi so Fatlord und Zeug rauslassen? Gut, ja, das ist... ja, bitte. Wir waren ja, auch gut. Mal Fans. Das weiß, er hat uns zu Hatern gemacht. Oh Mann. Er behandelt halt seine Fans wie Scheiße, ne? Das ist nicht so in Ordnung. Richte mal den Drachen aus, dass er endlich mal tapezieren soll. Seine Bude sieht echt scheiße aus. Cool, was cool, du alles? Ja, zum Beispiel diesen lustigen hingesprühten Drachen und die Spinnenweben werden schon schwarz, das ist schon ganz schön übel. Er müsste mal sauber machen. Seine Messi-Bude muss echt mal aufgeräumt werden. Also in einem seiner älteren Videos hat er mal mit einer Spraydose das Wohnzimmer gesprüht. Das sah scheiße aus. Habt ihr schon mal das gesehen? Das ist eigentlich nächste Woche mit diesem Fan-Treffen bei ihm zu Hause. Soweit ich weiß, ist das kein Fan-Treffen, sondern nur ein TS-Treffen. Ah, okay. Da gehen auch bloß dahin. Dürfen wir auch kommen? Das ist die Lust, Lord. Ich nehme auch meine Gitarre, also, du spielst Lied.
Also Punkt 1 kann ich das nicht entscheiden, weil ich erstens eh nicht dort gehe. Du hast doch gesagt, dass du drüben im TS bist, also kannst du doch auch. Ich bin im TS drüben, aber das geht doch mich nichts an. Und ich gehe auch nicht auf seine Party, als ob ich da mich bei dem Spacken irgendwo hinhocken würde. Er kommt hinterher, holst du die Grätzen. Also so ein Löschzwerg würde ich mit dem trinken. Ja, vielleicht auch. Löschzwerg. Achso, das Zeug, was immer so oft. Ja, genau. Was ist jetzt eigentlich mit seinem Hamster? Also Arne ist neulich verreckt, hat er gemeint. Irgendwann. Den anderen hat er doch gegessen, oder? Was hat er gegessen? Ja, ich hab das so ein YouTube-Video gesehen, da hat er sein Hamster gegessen. Also ich hab gehört, okay, cool, das kenne ich noch gar nicht. Kannst du mir das schicken? Ja, voll geil. Kenn ich gar nicht. Oh Mann. Naja, ist aber schon cool, was da so abgeht. Also, die Hater haben mir da fast mehr Arbeit als er. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ja, aber wer denkt sich denn so Namen aus für irgendwelche Channel-Räume, ja? Was, auf einmal mit der Hand Valhalla, auf den Tisch gehauen, ja. Das ist, soweit der gesagt hat, das ist übrigens hier falsch geschrieben, glaube ich, oder? Egal. Nee, das sind die drei Totenreiche irgendwie aus dem nordischen Geschmarre da. Wo er, da hat er doch mal ein Referat über. Aus der nordischen Mythologie, das ist auch kein Schmarrn. Ja, das hat er da irgendwie halt gemeint. Nur weil es der Drache ist, heißt das ja nicht, dass alles, was der mag und so, dass es scheiße ist. Nee, ich denke auch, dass er so eigentlich ein cooler Typ wäre, wenn er halt einfach nicht so wie das letzte Arschloch mit den Leuten umspringen würde. Sein Fame ist ihm halt so Kopf gestiegen. Ja, ich glaube, dass das sowieso irgendwann aufhört, weil ich glaube nicht, dass er das doch lange interessiert. Ist ja schon ein fragwürdiger Fame, ne? So mehr Hater als Fans. Ja. Ach, ich weiß nicht, du hast ja nicht die Daten, die er da hat. Ich glaube, dass dem Harzelot das ziemlich egal ist, weil dadurch kriegt er halt jeden Monat ein bisschen mehr Kohle. Selbstständiger Schichtarbeiter, das kenne ich auch noch nicht. Na, jedenfalls. Hat er doch in einem Video gesagt. Ja, achte doch einfach mal drauf, dass du nicht ganz so beleidigend bist. Selbstarbeitiger Schichtarbeiter. Damit würdest du dir allen einen Gefallen tun. Bitte? Ja, so ist das nun mal. Achte doch einfach drauf, dass du nicht ganz so beleidigend bist. Okay, ist zwar der erste. Echt ein bisschen TS, extrem so. Ist zwar der erste Troll-TS, wo hier drauf geachtet wird, aber okay. Was denkst du denn, wo du bist? Wieso denn Troll-TS? Wir sind da nicht irgendwelche Level-1-Trolle. Das hier ist doch nicht Level-4-Trolle. Wir sind Level-7-Trolle. Dann bin ich ja in der gehobenen Gesellschaft gelandet. Oh, sorry. Exakt. Ich hab mein Smoking gar nicht an. Sollte ich mir vielleicht angewöhnen. Nee, halt einfach nicht so beleidigend sein. Ich werde es versuchen. Aber danke. Der Typ lädt ja im Prinzip ein dazu. Ja, natürlich, aber das heißt ja nicht, dass man sich dann auf sein Level begeben muss. Mit der Unfreundlichkeit. Ja. Warum macht Drachenlord nicht auf Männer los? Ich meine, er klagt immer so, oh, ich krieg keine Ische ab und so weiter, aber er ist doch bi, dann soll er sich doch mal einen reinstecken lassen, so von einem Mann. Ich denke nicht, dass er einen Mann findet. Wahrscheinlich sind die Männer. Er redet immer nur über Frauen. Na, die Weiber kriegt das sowieso nicht. Und ich denke, die Männer. Also, ich dachte, die Weiber nicht. Naja, da drüber heult er zumindest. Die Haare, im Anzug oder so. Und dann läuft da schon was. Da drüber heult er zumindest immer. Heute hat er auch schon wieder gemeint, dass irgendwie ein Date in München hätte. Und dass die sich jetzt nicht meldet. Und wahrscheinlich will sie jetzt absagen oder was. Kein Plan. Das ist natürlich auch wieder asozial von der Tante. Naja, kann man wenigstens Bescheid sagen. Wundert mich das wundert mich nicht. Das ist einfach, das ist halt so verhalten, das macht man nicht. Wenn das überhaupt eine echte Frau ist, wenn es halt irgendwie ein Troll ist. Der Lügenlord wieder seine gewissen Sprüche abgelassen hat, die ein bisschen eklig bei Frauen rüberkommen sind. Möglich, aber laut seiner Aussage, laut seiner gestrigen Aussage, hat er gesagt, dass die halt nicht, dass er mit der noch nicht einmal gesprochen hat. Also noch nicht einmal geskypt oder so, also... Und wie soll er denn sein, wenn er nicht mit ihr gesprochen hat? Ich meine, irgendwo muss man ja Kontaktaufnahme machen, ne? Schreiben. Irgendwie hat er es über Facebook. Aha. Überleicht. Hat irgendwie über Facebook hat er gemeint, aber ob das wirklich eine Frau ist. Hat er gesagt, wie heißt? Hat er gesagt, wie sie heißt? Ich glaube, da hat er Selektion gelernt. Also, seit der Drachenlady, oder zumindest habe ich das seit der Drachenlady nicht mehr mitbekommen hat, dass er irgendeine Frau erwähnt hat, namentlich. Da scheint er daraus gelernt zu haben, zumindest. Also, bis jetzt habe ich zumindest. Das war aber auch ein bisschen traurig, die Geschichte. Die Geschichte war aber auch ein bisschen traurig, da muss man auch nicht drauf rumreiten. Das mit der Drachenlady. Ja. Inwiefern war das traurig? Ah ja, was die Leute da gerissen haben, das war auch wieder unter aller Sau. Naja, mich hat das nicht wirklich gewundert. Geht ja immer wieder ab. Ich fand's so krass, wie der Drachenlord ein Video hochgeladen hat, wo er auf das Foto von der Drachenlady abgespritzt hatte. Ja, das ist auch krank.
Das war echt voll Zündpunkt drin. Also ganz ehrlich, ich bezweifle, dass es selber war. Das war wieder irgendein Troll wahrscheinlich. Nee, er hat schon so typische Stimme gehabt, so Growl und naja, also und das Stimme. Total authentisch. Jetzt wird das aber voll hier. Leute, wir haben einen ganz besonderen Gast. Ist der Drache hier? Nein, aber wir haben einen besonderen Gast. Die Rauchwurst. Du meinst jetzt aber hoffentlich nicht mich. Nein. Doch, du bist besonders freundlich und nett. Ganz lieb. Ja. Da hat jemand bis jetzt wurde ich ein paar Mal zur Ordnung gerufen, weil ich zu unfreundlich war, aber okay. Beim Großen und Ganzen. Ich glaube aber hoffentlich nicht immer noch, dass ich der Drache bin. Nein. Das klingt ja bloß nach Ironie gerade. Mach mal den Stimmverzerrer aus, dann wissen wir das. Genau. Ja, und hinterher sind hier irgendwelche Aufnahmen mit meiner echten Stimme. Das könnt ihr vergessen. Wir haben eh schon Aufnahmen. Wir haben doch auch alle unsere echte Stimme. Hä? Nimm das Ganze doch nicht so ernst. Ja, aber ich habe mir mal bei ihm drüben die echte Stimme. Wobei ich zugeben muss, ich habe drüben meine Stimme ein bisschen verändert, dass es sich echter anhört als hier. Obwohl, eigentlich kann man das Regenbogenschaf. Ich glaube, das ist Regenbogenschaf. Ja, genau. Bei ihm drüben wirst du ja gebannt, wenn du das gleich rauskriegst. Bist du Regenbogenschaf? Vielleicht? Ja. Ich wette, das ist Regenbogenschaf. Als der das mit Selektion gesagt hat, das war schon arg drachig. 2. 1. Dachte, 1 ist Drache. 1 ist immer der Drache. Da musst du 1 sagen, go. Wieso ich? Ich bin 2, habe ich gerade gesagt. Noxy ist eine Frau auf Steroide. Beim Noxy, aus welchem Bundesland kommst du? Dein Akzent klingt vertraut. Norddeutsch. Akzente bringen ja gar nichts. Das klingt so ein bisschen nach Alschauerberg. Bezweifle ich stark. Und Akzente bedeuten gar nichts. Ich kann 3 verschiedene Akzente. Mach mal einen anderen. Japanisch. Ja klar, aufs Drachenlord-Niveau oder was? Nix da. Dann mach mal einen anderen Akzent, den du kannst. Nee, das ist Mandarine. Ich verstehe nur Bahnhof. Was kannst du denn für Akzente sprechen, beziehungsweise Dialekte? Ich sehe nicht wirklich einen Grund, warum ich da irgendwas ausprobieren soll. Oder zeigen soll. Du hast doch gerade gesagt, du kannst 3 verschiedene. Ich wollte nur wissen, welche. Ja, da kenne ich doch sogar jemanden hier. Junge! Och Junge! Och Mann! Das ist so der Wahnsinn. Das ist nicht der Drache. Noxy, du bist echt ein bisschen früher aufstehen, so. Aber komm, Noxy, du magst uns schon, oder? Irgendwie brauchst du uns. Du magst uns, du merkst, dass wir eigentlich sind ganz nette Leute, die sich darüber lustig machen. Ach, das ist ja scheiße. Nee, ja komm. Jetzt ist nerviger. Als ob ich meine echte Stimme hier wirklich zeigen würde. Noch einmal, JBO, ich bin nicht Drache. Ja, ist klar. Man hört selbst durch den Stimmverzerrer, wenn du Drache sagst. Der typische Drachenschnaufer. Wir kennen dich so gut, wir haben dich so lieb. Wir kennen dich so gut, wir hören das durch. Ja, garantiert. Wir sind halt echte Fans. Garantiert ist ja nichts, was der Drache sagen würde. Wir sind größere Fans als deine Leute drüben auf dem TS. Genau. Wir sind keine Schleimscheißer, wir nennen dich mal Lügenlord, aber trotzdem haben wir dich dick, Pummelchen. Guck dich zum Mittag um Abendessen. Ich denke über dich nach, wenn ich einschlafe. In all unser Herzen drin. Das ist nicht mein Witz. Oh Mann, ist halt so dumm, ey, ernsthaft. Nein, Mann, du kriegst das nur in falschen Hals. Du darfst das nicht so ernst nehmen und wir mögen dich wirklich. Du bist wie ein Maskottchen. Mann, kapierst du nicht, dass ich der verfickte Drecher nicht bin? Alter! Aber ist doch einfach. Drecher, Drache oder wie auch immer ihr den nennt. Wie auch immer, ich bin das auf jeden Fall nicht. Drache ist ein Vollidiot. Dankeschön, das kann ich darstellen. Und hab die Originalstimme. Danke, Drache. Danke. Wenn du meinst. Die hohe Stimme nicht sogar immer, wenn der so ein Frage-Antwort-Ding macht, dann benutzt er genau diese Stimme. Stasilo. Also ich habe einen sehr hohen Ikonen Stimmerkennung und das war auf jeden Fall. Boah, hier geht ja Party. Ja gut, dann kann ich dich ja gleich mal mitbannen, ne, du Asi. Nee, aber jetzt sag mal, Noxy, was ist dein Lieblingsvideo von Regenbogenschaf? Ja, keins. Der hat so viele. Was habe ich mir die jetzt aussuchen, muss er das? Na, das, was dir am besten gefällt. Zum Beispiel, meine Lieblingsszene ist die Drachenlord-Spezialszene, wo er mit dem Kopf an den Baum lehnt und diese Esoterikmusik kommt.
Du Drache, du hast mal gesagt, die Hater interessieren dich nicht. Was soll ich sagen oder machen, dass sie mir jetzt endlich glaubt? Sag mal, mach den Stimmverzerrer aus. Ich werde meinen Stimmverzerrer nicht ausmachen, weil ich nicht so dumm bin. Dann bist du der Drachenlord. Gut, dann bin ich der Drachenlord von mir. Okay. Du lässt dich von uns hier immer noch teasen und du regst dich auf und bist jetzt schon wieder in diesem Rage-Mode, wo du keinen Bock mehr hast. Man hört dieses Bock mehr in deiner Stimme immer so raus, weil du exponentiell anfängst zu schmatzen. Das ist so heftig. Nee, aber Noxi, mal, das ist mal ein ernst gemeinter Tipp. Du musst manchmal auch ein bisschen cool sein, wenn das... Karin war schockiert. Ja, geil. Du musst auch mal ein bisschen cool drüber stehen, wenn die Leute dich verarschen, Mann. Dann würden wir dich viel mehr akzeptieren und sagen, du bist eine coole Sau. Aber bis jetzt bist du einfach nur noch eine Diva gewesen, weißt du? Das war ein Snickers. Man versteht dich wieder nicht. Das hat doch keinen Sinn mit dem Stimmverzerrer, wenn man gar nichts von dir versteht hier. Mir doch egal. Uns soll mal gefallen, steh dein Mann und mach mal diese kleine Stimme. Wenn es euch nicht passt, disconnectet bitte. Traut euch, kommt zu mir! Also ich bin jetzt überzeugt, Noxi, du bist nicht der Drachenlord, glaubst du? Kann jemand bitte auf normal stellen? Hallo, servus, Marius hier von lachschon.de. Ich wollte fragen, ob das mit dem Teamspeak alles zu eurer Zufriedenheit ist oder ob wir noch ist irgendwas benötigen. Hey, Lavos, ist alles cool hier. Nö, alles Bestes hier. Wir haben spezielle wenn Gäste so viel heute los Abend ist wie heute, also wenn nochmal so viel los ist, dann vielleicht nochmal ein Upgrade. Aber da reden wir dann drüber, wenn ich den Monat bezahlt habe. Okay, ja, in der Firma haben wir jetzt auch beschlossen, dass wir den Etat für Hating und Trolling aufstocken. Oh, geil. Ja. Also ich habe 2,50 gezahlt, um hier sein zu dürfen. Ihr scheiß Emskirchner. Das soll nicht treffen, oder was? Er wusste eigentlich der Fettsack mit seinen Pommeshahn. Vom Hater-TS ist ja auch unwahrscheinlich, dass man auf Hater trifft. Findet ihr mein Bild auch gut? Ich finde das Bild gut. Das habe ich jetzt aber auch 100 Mal gesagt. Das war doch der Drachenlord. Ey, die ganzen Profilbilder mit dem Fettsack an. Das ist so geil, Alter. Jedes einzelne Profilbild. Ich habe zwar bloß 80 Kilo, aber okay. Nein. Also, ja gut, bei 1,60 Meter ist das dann okay. Also bei 1,95 ist das schon in Ordnung, finde ich. Das ist schon ganz ordentlich. Wie der Drache auf Fotos 1,96? Immer die Leute auf seine Höhe anhebt, damit die gleich groß sind. Also er ist wirklich verflucht groß. Ich habe ihn schon real auch getroffen auf dem Kampf. Hat er auch so auf dem Hof waren, sondern das sah nicht so aus. Wie sagt. Ohne Haare, 1,50 Meter. Kampfkoloss! Mich zu verarschen, Alter? Kampfkoloss! Er hat doch auch erzählt, dass er mit 9 Jahren jemand doppelt so groß war wie er, der 3 Köpfe größer war. 3,92 Meter. Jemand war 75 Zentimeter größer und war damit doppelt so groß wie er. Keine Ahnung. Ja, aber mit 6 Jahren. Du vergisst aber auch, dass der gute Drache in der Sonderschule dreimal sitzen geblieben ist. Drachenlord, wie ging's dir eigentlich, als deine Mutter dich da verlassen hat mit der Schwester? Ich bin nicht der Drache, verdammte Axt. Du hörst? Und wie ging's dir dabei, als du dann noch... Lel. Ich hab vielleicht der gleiche Sprechart wie er, aber ich bin's trotzdem. Wow. Ein verschollener Zwilling. Wow. Wisst ihr, langsam verstehe ich, warum Drache euch hasst. Oh. Warte, der Drache hasst uns? Was? Deine Fans? Oder besser gesagt, warum er die Leute auf dem TS hasst. Drachenlord, ne, hör mal zu. Drachenlord. Ich hab mit dir Smite gespielt, du fetter Wichser. Ich hab mit dir League of Legends gespielt. Ich bin nicht der Drache. Hallo, warum denn? Ist der Fette hier? Warum sagst du denn? Warum denn fetter Wichser? Ich glaub. Bisschen ruhiger. Ja, weil er hat seine Oma ins Altersheim abgeschickt, damit er dieses Haus übernehmen kann. Das ist schon ziemlich widerlich. Du meinst diese Bude, nicht dieses Haus, diese Bude. Ja, aber die war davor bestimmt schön, bevor er da war. Dieses ranzige Etwas.
Ich glaube, der Drache hasst einfach nur sich selbst und deswegen lebt er so wie ein Gehört ihm eigentlich nur dieses Haus rechts mit dem Dach, wo er immer tanzt, oder gehört das ihm auch? Sonne auch. Neun Gebäude, Sonnenuntergang. Sieht man ihn tanzen. Und hört ihn unbesiegt über ganz selbst Kirchen schreien. Ach, der Schwabbel. Weißt du, was mit Pferd anfangen? Tragen kann es ihn nicht, er kann es nur aufessen. Naja, ich denke, er wird sich da irgendwie andere Befriedigung holen. Ich bin für den. Wie kann man sich so selbst demontieren hier, ganz im Ernst? Ey Leute, ich hab doch noch gesagt, er kann es nicht schlimmer bringen als das Thema mit der Bahn, ne? Ich nehm alles wieder zurück. Ich kann's beweisen, dass du der Drachenlord bist, wenn du den Lügenlord-Song einfach mal vorsingst. Ey Noxy, du bist doch der Drachenlord, oder? Er hat nur dieselbe Sprechart. Er hat nur dieselbe Sprechart, hallo. Hallo. Also, gar nicht. Ich bin nicht der Drache. Dann sing mal den Lügenlord. Der Drache. Ich bin nicht der Drache. Amok. Wie heißt die Ecke denn? Pimmelberger. Im letzten Video hat er irgendwas von Neustadt gesagt. Ja, stimmt. Ey, Noxy. Ich finde, du hörst dich nicht dumm genug dafür an, um Sache zu sein. Vielen Dank. Ey, Noxy, sag nochmal was. Das ist auch noch ein Unterschied zum Drache. Also dann noch mal die Kinderstimme schon besser. Beim Drache ist der Test auf jeden Fall 50, glaube ich, auf 30. Ich meine, wenn du mal eine Freundin hast oder so, wenn die das sieht, was du da gemacht hast. Guter Scherz. Was sollen die denn dann denken? Das geht nie wieder weg. Weißt du was, du verfickter Wichser, Alter? Wenn ihr 10 Stunden lang hacken und die Leute merken, dass das ein gewisser Drache ist, obwohl der Typ den Drachen hasst wie ein Sau. Das ist nicht der Drache, das redet ihr da. Jetzt bin ich blind. Jetzt sind wir wegen dir gewiped, Mann. Alles deine Schuld. Oh Mann, noch, du bist schon so eine Wurst. Erst auf den Drachen losgehen, jetzt verteidigst du den Drachen und nennst uns Wichser. Ja, Junge, ich hab den Drachen nicht verteidigt. Ich hab nicht verteidigt, weil ihr mich die ganze Zeit Drachen nennt und es geht mir auf die Eier, weil der Wichser mir sowas von auf die Eier geht mit diesem Scheißdreck. Ohne Witze. Sprich gerade so auf dem Drachen. Bitte den Lügenlassung, bitte. Er will doch keinen Support. Lass es. Ja! Ja! Mach es doch an. Bitte. Anmachen jetzt, los, los! 1 Was war denn das? War der Drache, oder? Nein, überhaupt nicht. Könnt ihr bitte den Song jetzt anmachen? Ich möchte ihn gerne hören. Ja. Ich möchte bitte mitsingen. Noxy kann ihn abspielen, er ist ja auch Hater. Was gefällt dir am wenigsten? Also, was hast du am meisten? Sein Unterkiffer. Seine Ignoranz. Oh mein, Alter! Was für ein Trauerspiel. Sein sexy Pillow Phone. Ich hab den Typen mehrmals gesagt, wie er sein Zeug besser machen kann. Und jedes Mal hat er mich beleidigt, verarscht und geblockt. Da werden wir jetzt Rolle getrollt, meine Freunde. In der Reihenfolge. Ist drauf? Höchst interessant gerade, ne? Ist drauf? So krank, Mann. User left your channel. Solche Trottel wie du bist doch nicht der Drache, das hört man doch. Ja, offensichtlich meinen die es aber. Ach, Karom, ist eigentlich dazu gedacht. Die haben doch echt kein Leben hier. Leben? Als Hater hat man doch kein Leben. Eben, sag ich ja, die haben echt kein Leben. Damit schließt du mich ein eigentlich, ne? Ist dir klar? Nee, du sagst ja nicht, dass du der Drache bist. Die sagen, dass du der Drache bist, die haben doch echt kein Leben. Ich bin nicht der Drache. Das sage ich doch gerade, du fucking Scheiße, Alter. Weißt du, er will dich doch verzehren. Bitte dann einfach ruhig sein, damit man die Leute kicken kann. Sonst fliegt ihr alle. Warum nennt ihr den Raum eigentlich nicht einfach Negerraum? Wäre doch geil. Ja, liebe Leute, gleichzeitig ist dumm. Klassischer Noxy-Witz. Negerraum oder Negeraffe? Hört jetzt auf, ins Mikrofon zu atmen, sonst hört ihr irgendwann ganz auf zu atmen, Amor. Nazi-Lord.
Ich glaube, die Fans können das nicht ertragen, dass der Drachenlord hier ist und das ist einfach zu viel, Mann. Der ist doch nicht hier. Das ist nicht der Drachenlord, Mann. Das ist nicht der Drachenlord, Mann. Ich glaube auch nicht, dass der Drachenlord das ist. Er ist doch schon wieder raus. Mario, ich wollte eigentlich hierher kommen, um zu sehen, was man ein bisschen trollen kann. Also ein paar Papiere finden, aber offensichtlich wird es ja nichts. Also Noxy, wenn du trollen willst mit mir. Oh, Mann.